Ein herzliches Hallo zu dieser neuen Podcast-Folge und zu diesem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Egal, wo du gerade zuschaust oder zuhörst, ich freue mich sehr, dass du da bist und es zeigt mir einfach und es bestätigt mich, wie interessant die traditionell chinesische Medizin ist, weil sie doch auch anders ist als die westliche Medizin oder andere naturheilkundliche Medizinformen. Und ja, ich freue mich einfach auch so unglaublich, dass dieser Podcast oder meine sozialen Kanäle dazu beitragen können, dich auf deinem Weg zu unterstützen. Dieser Podcast oder wenn du jetzt das Video schaust, der Podcast High Five für deine gesunde Ernährung, knackt jetzt gerade die 250.000 Downloads. Das ist unpackbar und wie ich begonnen habe letztes Jahr im Februar 2019 mit der ersten Podcast-Folge, hätte ich mir niemals im Leben gedacht, dass so viele Menschen Woche für Woche einschalten, zuhören, dass so unglaublich viele 5-Sterne-Bewertungen für diesen Podcast abgegeben werden. Ich lese mir auch immer extremst gern eure Kommentare und eure Bewertungen durch. Das erfreut mein Herz und es macht mich so unglaublich dankbar, diesen Job oder diese Berufung machen zu dürfen. Und wie gesagt, es ist wirklich so meine Berufung, dich ganz persönlich auch über verschiedenste Beiträge der TCM-Ernährung näher zu bringen und dich in deinem Weg zu begleiten. Und diese Woche ist ein ganz wichtiger Tag und zwar diese Woche ist der Welt-Magen-Darm-Tag. Und Magen-Darm ist einfach auch in der traditionell chinesischen Medizin so ein unglaublich fundamentales Thema, weil mit Magen, Darm und Verdauung verbinden wir in der TCM viel, viel mehr als einfach nur den Magen und den Darm. Und die Bedeutung des Magen-Darm-Trakts, des gesamten Verdauungsapparats oder Dreifacherwärmersystem, wie wir es in der TCM nennen, hat einfach so eine fundamentale Bedeutung, weil wir in der TCM immer über die Mitte heilen. Alle Krankheiten, alle Disbalancen, alle Wehwehchen, alle Ungleichgewichte im Körper versuchen wir immer über die Balance unserer Mitte, über die Balance unserer Verdauung auszugleichen. Und darüber wirst du heute in der aktuellen Folge etwas erfahren. Und bevor wir loslegen, eine kleine Ankündigung. Wenn du noch nicht zum Newsletter angemeldet bist, dann solltest du es spätestens jetzt unbedingt machen, weil am 13. November oder ab dem 13. November erwartet dich etwas richtig, richtig, richtig Cooles auf meinem Blog und auf meinen Social-Media-Kanälen, das dich so durch diese Winterzeit, durch diese Vorweihnachtszeit noch aktiver begleiten soll und dir vor allem auch ganz viel Freude bereiten soll. Deshalb melde dich sehr, sehr gerne an zu meinem Newsletter. Den findest du auch unter www.anatsu.at/newsletter beziehungsweise auch den Link rund um diese Folge. Und ich freue mich, wenn ich dir dann schon am 13. November verraten darf, was mein Team und ich für dich vorbereitet haben. Ich bin bereit. Wir starten los mit unserem heutigen Thema, wie du deinen Magen-Darm-Trakt, deinen Verdauungstrakt am besten unterstützen kannst, um gesund durchs Leben zu gehen, um vital, um fröhlich durchs Leben zu gehen. Ich würde sagen, starten wir los. Bleib dran. Am 7. November ist immer dieser Magen-Darm-Tag und wird begangen, um einfach daran zu erinnern, wie unglaublich wichtig auch in der westlichen Medizin der Magen-Darm und die Verdauung ist. Weil auch in der westlichen Medizin wird sehr, sehr viel aus der Verdauung abgeleitet. Mittlerweile ist auch bekannt, dass unser Immunsystem unmittelbar über unsere Verdauung, über unsere Resorption. Resorption heißt, wie kann dein Körper das, was du ihm zuführst, als an Nahrung auch wirklich in körpereigene Stoffe verstoffwechseln und umwandeln. Also das heißt, auch in der westlichen Medizin ist mittlerweile auch bekannt, dass die Verdauung und die Resorption einen maßgeblichen Beitrag zu unserem Immunsystem beitragen. Und in der TCM wissen wir, dass nicht nur unser Immunsystem über unsere Mitte und über unsere Verdauung reguliert wird, sondern auch unser Wärmehaushalt, unsere Verstoffwechselung, das heißt, dass sich keine Nässe, keine Schlacken, kein Dreck im Körper ansammeln und dir Beschwerden bescheren können, dass nicht zu viel Hitze im Körper entsteht und vor allem auch, dass ein
geistiges, mentales Gleichgewicht in deinem Körper herrscht und du auch von den Emotionen her ausgeglichen bist. Das alles und noch viel mehr können wir über die Balance in unserer Mitte oder die Balance unserer Mitte beeinflussen. Das ist ein unglaublich, unglaublich spannendes Thema und egal welcher Klient, welche Klientin mich kontaktieren zu einer persönlichen Ernährungsberatung, ich schaue immer zuerst, wo ist eine Disbalance in der Mitte und wie können wir diese ausgleichen. Weil jeder von uns ist mit irgendeiner kleinen Schwachstelle geboren und diese kleine Schwachstelle heißt es herauszufinden und dann einfach zu stärken, dass diese kleine Schwachstelle dir keine Probleme in deinem weiteren Leben macht. Und wenn vielleicht deine Verdauung dein Problem ist, wenn du unter Blähbauch neigst, allgemein vielleicht auch zu Blähungen, übelriechend wäre dann eher viel Hitze im Körper, nicht übelriechend, Blähbauch kann wirklich so ein Grund für entweder Qi-Stagnation, also sprich Qi ist immer Bewegung und Energie, Lebensenergie und Lebensenergie soll sich auch frei in deinem Körper bewegen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es eben zu Blähbauch kommen. Wenn so viel Kälte in deinem Körper ist, kann es auch zu Blähbauch kommen. Oder es ist zu viel Trockenheit oder zu viel Hitze in deinem Körper, dann kann es sogar zu Verstopfungsneigung kommen. Oder es ist zu viel Nässe in deinem Körper, es sind zu viele Schlacken, zu viel Dreck, der sich ansammelt und nicht durch eine kraftvolle, starke Mitte auch austransportiert werden können. Dann lagert sich diese Nässe, lagern sich diese Schlacken, lagert sich dieser Dreck gerne als Übergewicht, als Verschleimung oder Verschlackung in den Faszien ab, in deinen Gelenken ab. Das beeinflusst auch dein Gewebe. Du merkst es dann recht schnell an großporiger Haut, unreiner Haut, Zellulite, an einem schwachen Gewebe. Aber diese Nässe, die über die Mitte nicht abtransportiert werden kann in deinem Körper, beeinflusst auch maßgeblich dein emotionales Befinden. Nässe macht uns immer müde, Nässe macht uns immer träge, Nässe macht uns auch traurig und depressiv. Und deshalb heißt es auch immer, über eine kraftvolle, starke, gesunde Mitte dieser Nässe keine Chance zu geben. Und wir haben ein wunderbares Bild in der TCM und dieses Bild nennt sich das Kochtopfmodell. Und anhand dieses Kochtopfmodells können wir sehr, sehr einfach erklären, was so oder wie so dieses ganze Werkel aus Sicht der TCM, dieses ganze Verdauungswerkel, wie das so im Körper funktioniert. Wir können das anhand dieser drei Wärmequellen, das nennt sich auch Dreifacherwärmersystem, gut erklären, weil wir haben nämlich so drei Wärmequellen oder drei Heizquellen, drei Heizapparaturen in unserem Körper und diese spielen zusammen, um alles gut auf das Betriebssystem gut instand zu halten, damit alles gut läuft, damit du Energie aufbauen kannst, damit du nicht müde, depressiv bist, damit du gut Wärme erzeugen kannst, damit deine kalten Hände, kalten Füße warm bleiben, damit du nicht zu häufig unter Erkältungen leidest oder zu Erkältungen und Schnupfen und Husten neigst, aber natürlich auch, damit ganz viel Yin produziert werden kann, kostbare Körpersäfte, die deine Gelenke schmieren, deine Haut versorgen, deine Haare versorgen und vor allem auch wie so eine Kühlflüssigkeit im Körper fungieren. Und auf das gehe ich jetzt im Speziellen ein. Ich erkläre dir kurz, wie dieses Dreifacherwärmermodell, dieses Kochtopfmodell funktioniert. Du kannst dir dazu auch am Blog die Grafik anschauen. Du kannst sie gerne runterladen und abspeichern. Und ich gebe immer so gerne den Tipp, versuche einmal selbst dieses Dreifacherwärmersystem oder dieses Kochtopfmodell in deinen eigenen Worten jemanden anderen zu erklären. Weil wenn du es dann jemand anderen erklärt hast, dann hast du es wirklich verstanden. Und es ist so wichtig, dieses Kochtopfmodell, dieses Dreifacherwärmersystem aus Sicht der TCM zu verstehen, weil einfach die ganzen Vitalitätsprozesse, dein ganze körperliche und geistiges Wohlbefinden davon abhängen. Und viele Krankheiten, viele Beschwerdebilder, viele Disbalancen in unserem Körper können wir einfach nicht herleiten oder wir wissen nicht, woher das kommt. Wir ernähren uns ja eh schon so gesund und eh schon so ausgewogen und wir essen eh schon so wenig Zucker und wir essen eh so mega basisch und eh so super vegan und eh so super vitaminreich und trotzdem haben wir Blähbauch und trotzdem haben wir oft eine Erkältung oder eine Schnupfennase oder einen Husten oder trotzdem haben wir Blasenentzündungen. Und
Das können wir anhand dieses Modells sehr gut erklären. Und ich sage dir auch, was vor allem so deine Mitte schwächt, vor allem jetzt auch im Hinblick auf diese kalte Jahreszeit. Ich gebe dir aber auch viele Beispiele, wie du deine Mitte gut stärken kannst, damit es nicht zu diesen Beschwerdebildern kommt. Und ich halte mich da wieder sehr an die Saisonalität, gebe dir viele saisonale Beispiele. Und ein Tipp vielleicht noch vorher, weil das ganz, ganz wichtig ist. Ich hatte ja jetzt vor kurzem ein Webinar. Da ging es um Blähbauch AD, auch super passend, wie du durch die Winter- und Vorweihnachtszeit entspannt durchkommst. Und falls du dieses Webinar versäumt hast, dann solltest du unbedingt unserem TCM-Freundeskreis beitreten, weil im TCM-Freundeskreis findest du jetzt einen neuen Bereich. Und in diesem Bereich habe ich nicht nur dieses Webinar abgespeichert, sondern auch andere Webinare, andere bereits vergangene Webinare, die du vielleicht versäumt hast oder die du vielleicht noch einmal anschauen möchtest. Und da ging es auch um die Verdauungsenergie, um verschiedene Verdauungsbeschwerden. In den Webinaren ging es auch stark um Frauengesundheitsthemen, Menstruation, Zyklus. Ich habe auch über die Lungenenergie gesprochen. Ich habe auch über Blasenentzündungen gesprochen. Das war auch ein Webinar, das sehr gut angenommen worden ist, weil wir kennen ja zwei Arten von Blasenentzündungen und können uns eigentlich mit den einfachsten Kräutern sehr, sehr gut bei Blasenentzündungen unterstützen. Falls du eines dieser Webinare jemals versäumt hast, dann schau bitte unbedingt im TCM-Freundeskreis vorbei. Informier dich mal drüber auf meiner Website. Den Link findest du auch rund um diese Folge. Tritt dem TCM-Freundeskreis bei. Es ist wirklich ein Geschenk an dich, Monat für Monat mit so aktuellen Inhalten dich begleiten zu dürfen. Und alle Infos findest du sowieso auf meiner Webseite und jetzt auch ganz neu diesen Bereich, wo nicht nur jetzt diese Webinare zu finden sind, sondern auch einfach noch weitere Webinare dazu folgen. Ich bin da gerade dabei, meine ganze Datenbank zu durchforsten und die Webinare dann nach und nach hochzuladen. Und auch alle zukünftigen Webinare wirst du dann dort finden. Also hast du dann keinen Stress mit Aufzeichnung noch schnell anschauen. Gut, aber wenden wir uns jetzt unserem heutigen Thema zu. Es geht um den Magen-Darm-Trakt und aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin um das Dreifacherwärmersystem, was so diese Dreifacherwärmer sind oder diese drei Erwärmer sind und wie du sie stärken kannst und wie du sie schwächen kannst und warum du das auf gar keinen Fall machen solltest. Wir sprechen über den Dreifacherwärmer, das heißt, wir haben drei Erwärmer oder drei Wärmequellen in unserem Körper. Das eine ist der untere Erwärmer, der befindet sich unter deinem Bauchnabel. Dann ist es der mittlere Erwärmer, der befindet sich so richtig in der Mitte von deinem Bauchhall. Und der obere Erwärmer, das ist so die Lungengegend. Und im unteren Erwärmer, da ist die Hauptwärmequelle die Niere, die Nierenenergie. Im mittleren Erwärmer ist die Hauptwärmequelle die Gallenblase. Und im oberen Erwärmer ist die Hauptwärmequelle das Herz. Und die Niere im unteren Erwärmer wird in diesem Wärmebereich oder in dieser Region auch noch von der Blase unterstützt und auch das Urogenital, unsere Fortpflanzungsorgane gehören auch zum unteren Erwärmer. Und der untere Erwärmer mit der Niere als Wärmequelle hat die Aufgabe, wie so die Herdplatte in deiner Küche, wo du dann die Suppe draufstellst oder eine Speise, die du aufwärmen möchtest oder kochen möchtest, braten möchtest, du drehst den Herd auf, du brauchst den Strom, du brauchst Energie, du brauchst Wärme, damit du kochen kannst. Und diese Aufgabe übernimmt die Niere. Wir nennen sie auch das Nierenfeuer in der TCM. Und die Niere bringt so den mittleren Erwärmer auf Betriebstemperatur. Zum mittleren Erwärmer gehört eben die Gallenblase als Wärmequelle im mittleren Erwärmer, aber auch Magen, Milz, der Darm, die Leber und der Magen wird quasi hergenommen oder hergeleitet in diesem Dreifacherwärmersystem beziehungsweise in diesem Kochtopfmodell als der Behälter mit unserer Nahrung, weil im Magentopf landen unsere ganzen Lebensmittel und unsere Speisen und diese sollte die Niere gut erwärmen können, auf Betriebstemperatur bringen können, weil wir wollen denselben Effekt in unserem Körper, wie wir es in der Küche haben. Wir stellen den Topf mit der Suppe zum Beispiel auf den Herd,
drehen den Herd auf, die Suppe erwärmt sich, es steigt Kondensflüssigkeit auf, weil die Suppe zum Kochen beginnt. Durch das Kochen werden die Inhaltsstoffe, die Zutaten der Suppe weich und bekömmlich und gar, und die Flüssigkeiten, die sich dadurch sammeln, werden dann vom Deckel vom Topf wieder in den Topf zurückgeleitet und somit verdampft nicht zu viel von deiner Suppe. Und dasselbe passiert auch in deinem Körper. Die Niere wärmt deinen Magentopf auf, wärmt alles auf Betriebstemperatur auf und es entsteht die Energie, die Nahrungsenergie, und diese Nahrungsenergie, dieses Nahrungs-Qi steigt auf, wie so diese Kondensflüssigkeit in deinem Körper, und steigt als Energie auf bis zu deinem Deckel. Und es gibt auch in deinem Körper einen Deckel, und zwar ist es die Lunge im oberen Erwärmer. Und die Lunge sammelt dann dieses Nahrungs-Qi und leitet es wieder in deinen Magentopf als kostbare Körpersäfte, als Yin, als Feuchtigkeit, das deinen ganzen Körper versorgt, runter. Im oberen Erwärmer, bevor ich jetzt den Prozess noch weiter erkläre, im oberen Erwärmer gehört zur Lunge auch noch das Herz als Hauptwärmequelle im oberen Erwärmer dazu. Und was machen wir nun aus dieser aus diesem Nahrungs-Qi? Das Nahrungs-Qi wird einerseits in der Lunge mit dem Atmungs-Qi verbunden und wandert dann als wahres Qi durch deinen ganzen Körper, wird durch deinen ganzen Körper geleitet, versorgt deine Haare, deine Nägel, deine Haut, deine Muskeln, deine Gelenke, deine Organe, deine Meridiane, deine Zähne, deine Knochen, alles. Es wird Blut aufgebaut, es werden Säfte aufgebaut, die deine Gelenke schmieren, es wird Tränenflüssigkeit, Muttermilch, Schweiß aufgebaut, und diese Flüssigkeiten sind für den Körper unglaublich wichtig, weil sie nämlich auch wie so eine Kühlflüssigkeit fungieren. Zu wenig Flüssigkeiten, zu wenig Yin in deinem Körper bedeutet, dass du unter Trockenheitssymptomen neigen kannst. Wenn wir jetzt beim Magen-Darm-Tag bei unserem Schwerpunktthema bleiben, Trockenheit kann auch im Darm eine Auswirkung haben, so dass dein Stuhl trocken wird und du zu Verstopfung neigst, trockenem Stuhl neigst. Aber natürlich auch zu trockener Haut, trockenen Haaren, trockenen Nägeln. Deshalb ist es ganz wichtig, vor allem auch jetzt im Winter, nicht zu viele Brotmahlzeiten zu essen, nicht zu viele Nudeln zu essen, nicht zu viele trockene Sachen wie zum Beispiel Knäckebrot, diese ganzen Reiswaffeln und so weiter zu essen, nicht zu viel salzig zu essen, weil das auch austrocknet, sondern auch möglichst so oft wie es geht saftig, befeuchtend, kompottig, eintopfig, gemüsig, getreidig zu essen. Das heißt, so ein richtiger schöner Eintopf, eine richtig schöne nährende, wärmende Suppe, ein Auflauf, viel Gemüse, gekochtes Gemüse, was der Körper auch schnell gleich verstoffwechseln kann, Kompott, wenn du besonders zu kalten Händen, kalten Füßen neigst, iss ruhig auch ab und zu Rohkost oder beziehungsweise rohes Obst, aber nicht zu viel. Schau, dass du auch das Obst, weil das Obst ist ja auch thermisch kalt und wir sind jetzt gerade im Winter, es ist kalt, wir wollen uns vor der Kälte schützen, dass du das Obst auch vielleicht ein bisschen erwärmst oder sogar vielleicht zu Kompott oder Mousse einkochst. Und dieses Suppige unterstützt deinen Körper dabei, Säfte aufzubauen. Und allgemein, wir kochen ja sehr gerne, auch wir kochen sehr gerne lange in der TCM. Also unsere Suppen kochen selten nur eine halbe Stunde, sondern wir kochen zum Beispiel auch unsere Kraftsuppen. Da findest du einige Rezepte auch auf meinem Blog. Unsere Kraftsuppen kochen wir 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, vielleicht sogar 3 Tage. Eine Hühnerkraftsuppe für jemanden, der wirklich krank ist, eine OP hatte, viel Blut verloren hatte oder eine Geburt hinter sich hat. Das ist dann wirklich, so eine 3 Tage gekochte Hühnerkraftsuppe ist wirklich dann Medizin. Und wir kochen deshalb auch so gerne und essen weniger Rohkost, weniger rohe Sachen, Salate, rohes Obst, vor allem rohe Gemüse oder so diese rohe Gemüsesticks, weil wir unser Nierenfeuer schonen möchten. Je mehr unser Nierenfeuer kalte Lebensmittel
in unserem Magentopf aufwärmen muss, umso mehr Energie muss dafür aufgewendet werden, umso mehr Qi muss dafür aufgewendet werden. Und wir versuchen in der TCM immer, unser Qi, unsere Lebensenergie, so gut es geht zu schonen und damit sehr sparsam umzugehen. Aber die Niere muss sich sehr plagen, um sehr viel Wärme zu erzeugen, um diese kalten, ungekochten Mahlzeiten in unserem Magentopf auf Betriebstemperatur zu bringen. Und wenn unsere Niere ständig heizt, 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 passieren zwei Sachen oder können zwei Sachen passieren. Auf der einen Seite kann die Niere sagen, boah, ich bin jetzt schon so energielos und so müde, ich kann nicht noch mehr heizen. Das heißt, der Nahrungsbrei bleibt kalt oder zu kalt. Dadurch hat deine Verdauungsenergie zu wenig Energie, um deinen Nahrungsbrei kraftvoll, energievoll durch deinen Verdauungstrakt zu transportieren. Dein Nahrungsbrei bleibt viel zu lange in deinem Verdauungstrakt liegen, beginnt zu gären und dann entsteht diese Nässe, dann entstehen diese Schlaken, dann entsteht dieser Dreck. Du neigst dann zu Völlegefühl, du neigst dann zu weichem Stuhl bis hin zu Durchfall, zu Müdigkeit, vor allem nach dem Essen, zu Erkältungsneigung, zu Blähbauch, zu Blähungen. Das heißt, diese Nässe, diese Schlaken, die lagern sich dann in deinem Körper ab und fördern eben diese Symptome. Und das wollen wir unbedingt vermeiden. Und deshalb ist es so wichtig, sich auch Energie einzusparen. Und das machen wir am besten durch gekochte Mahlzeiten. Weil wenn wir gekocht essen, dann ist schon was Warmes in deinem Bauch halt drinnen und deine Niere muss sich nicht so anstrengen und du vergeudest nicht dein kostbares Qi. Und kostbares Qi brauchst du auch, um, weiß ich nicht, fröhlich mit deinen Kindern über den Spielplatz zu laufen und nicht müde zu Hause auf der Couch zu liegen. Du brauchst dein kostbares Qi, um in der Früh aufzuwachen und zu sagen, yay, der Tag kann beginnen und nicht wie ein Morgenmuffel in die Küche zu wandern und gleich mal nach einem Kaffee zu suchen. Du brauchst dein Qi, um deinen Hobbys nachzugehen, um effektiv zu arbeiten, nicht zu viel Zeit mit Konzentrationsschwäche zu vergeuden. Du brauchst auch dein Qi für alle herzerwärmenden Tätigkeiten, dass du Freude hast an deinen Hobbys, dass du Freude hast an deiner Familie, an deiner Partnerschaft, an dir selbst und du brauchst auch das Qi für dich selbst, damit es dir gut geht. Und je besser wir auf unser Qi Acht geben, umso sparsamer gehen wir damit um und umso mehr Qi, Lebensenergie, bleibt uns für noch mehr Lebensjahre. So sieht es die TCM. Und der zweite Grund, was ich dir vorher auch gesagt habe, oder das zweite, was passieren kann mit deiner Niere, wenn in deinem Magentopf zu häufig kalte Lebensmittel landen, deine Niere muss nicht nur arbeiten, 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 wärmen, wärmen, wärmen und wird dadurch müde und energielos und dann passiert dieser ganze Teufelskreis mit Nahrungsbrei, bleibt zu lange in der Mitte liegen und so weiter, sondern deine Niere kann vielleicht sogar völlig überhitzen. Weil was passiert, wenn dein Nierenfeuer ständig heizt, 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 um diese kalte Mitte zu stärken, aufzubauen und zu wärmen? Irgendwann einmal kann es sein, dass deine Niere, dein Nierenfeuer, deine Herdplatte überheizt. Dann kriegst du entweder einen Stromausfall oder der Herd wird einfach kaputt. Und dasselbe passiert in deinem Körper auch. Oder andersrum, das, was in deinem Körper passiert, ist, dass einfach zu viel Hitze erzeugt wird. Das heißt, wir essen viel Kaltes, wir essen viel Ungekochtes, wir fangen unseren Tag an mit einem kalten Joghurt, ein Overnight Oats, nicht gekochtes Müsli. Wir essen unsere Südfrüchte und unser Joghurt und unseren Salat zum Mittag und unsere Brotmahlzeit am Abend und vielleicht noch einen Weckerl zwischendurch. Und das sind alles ungekochte Mahlzeiten. Und wenn das Nierenfeuer nun versucht, diese ungekochten Mahlzeiten ständig zu erwärmen und auf Betriebstemperatur zu bringen, kann es sein, dass wirklich sehr viel Hitze erzeugt wird. Und obwohl du dich dann kalt ernährst, hast du eine Hitze in deinem Körper. Und das ist auch oft das, wo die Leute dann sagen so, puh, wie kann das sein? Ich habe ständig kalte Hände, kalte Füße, bin aufgebläht, habe eine unreine, großporige Haut und häufig eine Schnupfennase, aber trotzdem ist mir ständig heiß oder ich kriege Hitzeflashes und so weiter. Das kann der Grund sein. Kommen wir zurück zum Drei-Erwärmer-System, zum Kochtopfmodell. Das heißt, deine Niere hat nun den Magentopf aufgewärmt, das Nahrungs-Qi steigt auf, verbindet sich in deiner Lungenenergie mit dem Atmungs-Qi und dieses Atmungs-Qi und das Nahrungs-Qi verbinden sich dann zum
Nährchi. Und das Nährchi ist eben das, was deinen Körper nährt. Außerdem verbindet sich dort das Atmungs-Chi und das Nahrungs-Chi zum Waren-Chi. Und das Ware-Chi ist ganz, ganz wichtig, weil das Ware-Chi wird wieder zurückgeleitet in deine Nieren und dort als Energiereserve angelegt. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil je weniger wahres Chi du produzierst, weil dein Körper alles, was produziert wird für Hände, kalte Füße, für die Haut, für die Nägel, für die Organe, für die Meridiane und für die Produktion von Wärme, Produktion von Energie und kostbaren Körpersäften aufwendet, also quasi, dass das Werk gerade einmal so rennt und Reserve ist eh keine mehr da, das schwächt natürlich deine Niere auch. Und ohne Reserve ist einfach auch zu wenig Qi da. Und dieser Prozess beschreibt unglaublich gut, wie die Verdauung aus Sicht der traditionell chinesischen Medizin funktioniert und wie eben die eine oder andere Disbalance im Körper entstehen kann. Ich habe dir auch gesagt, aus diesem System entsteht auch das Immunsystem, weil nämlich wir wissen, dass über dieses Qi, das aufgebaut wird, nicht nur das Nährchi, nicht nur das wahre Qi, sondern auch das Wei-Qi, das Abwehr-Qi produziert wird. Und das Abwehr-Qi wird über die Lungenenergie direkt unter die Haut geleitet und dort fließt es wie so ein Abwehrschutzmantel unter unserer Haut und wehrt uns von allen pathogenen, äußeren, krankmachenden Einflüssen ab. Und es ist so unglaublich wichtig, auch zu wissen, was deine Mitte gut nährt und schützt. Ich habe dir jetzt schon gesagt, was dich schwächt, welche Lebensmittel Kälte produzieren. Und Kälte und Nässe sind wirklich so das, was du möglichst vermeiden solltest, wenn du zu Beschwerdebildern deines Verdauungstraktes neigst, wie Blähbauch, wie Durchfall oder Weichenstuhl oder Neigung zu Verstopfung. Das heißt, so das Grundprinzip bedeutet, iss so oft, wie es dir nur irgendwie möglich ist, regelmäßig und gekocht, vor allem jetzt im Winter. Pfeif auf die kalten Joghurts, die kalten Südfrüchte, die sind thermisch eiskalt. Pfeif auf die kalten, eisgekühlten Getränke, die süßen Limonaden, zu viel Zucker, weil das schwächt alles dein Verdauungs-Qi. Und das, was dich gut nährt und stärkt, sind eben diese regelmäßigen Mahlzeiten, Kochen mit verdauungsfördernden Kräutern und Gewürzen, wie zum Beispiel Koriander, Fenchel, Kümmel, Anis, das sind verdauungsfördernde oder Orangen, getrocknete Orangenschale, das sind alles verdauungsfördernde, wunderbare Gewürze. Koch auch immer wieder mit Ingwer. Und was dich auch stärkt und auch dein Dreifacherwärmersystem unglaublich nährt, ist, wenn du dich regelmäßig an der frischen Luft bewegst, um dein Lungen-Qi zu stärken und wenn du ausreichend schläfst, weil durch Schlaf baust du Yin auf. Yin sind kostbare Körpersäfte und die braucht dein Körper einfach, um alles gut befeuchten zu können, aber auch um ausreichend Blut zu produzieren. Und schau einfach auch auf ausreichend herzerwärmende Tätigkeiten. Das ist so unglaublich wichtig, weil ich finde, wir sind manchmal zu dogmatisch, wir verbieten uns zu vieles, wir sind zu konzentriert auf Verbote und Gebote, Kalorien zählen und wir sind oft einfach viel zu streng mit uns und wir sollten viel liebevoller mit uns umgehen. Und wenn wir uns auf herzerwärmende Tätigkeiten konzentrieren, wenn wir uns Zeit für uns nehmen, wenn wir Zeit uns fürs Kochen nehmen, wenn wir uns Zeit für unsere Hobbys, unsere Lieben, unsere Auszeiten nehmen, lesen, singen, tanzen, musizieren, lachen miteinander, was immer uns auch Spaß macht, uns in seinen Flow-Zustand bringt, das stärkt uns körperlich und das stärkt uns geistig und mental. Und ich glaube, gerade jetzt in dieser Zeit ist es so wichtig, uns vor allem auch mental zu stärken. Und je mehr wir Nässe in unserem Körper produzieren, je müder unsere Mitte wird, je mehr Feuchtigkeit hier entsteht, umso mehr drückt diese Feuchtigkeit auf unser Gemütszustand. Und wenn es draußen eh schon alles sehr bescheiden ist und uns mitnimmt und uns nicht gerade motiviert und uns traurig macht, vielleicht auch depressiv macht, dann ist es umso wichtiger und gerade in dieser Zeit ist es oft dann schwierig, das auch umzusetzen, weil wir auch gerne so Seelentröster wie Schokolade zum Beispiel wählen.
aber sich zumindest ein-, zweimal am Tag etwas Warmes zu kochen, mitzunehmen in einen guten Thermobehälter, verlinke ich dir auch super gerne meinen, das wäre ich auch sehr, sehr oft gefragt. Sich einfach auch wirklich so diese Auszeiten zu geben, weil über diese herzerwärmenden Tätigkeiten baust du einfach so unglaublich viel Kraft auf, auch für schwierige Zeiten und stärkst dich einfach auch mental. Das ist ganz, ganz wichtig. Nimm dir, so wie immer, aus dieser Podcast-Folge, aus diesem Video, die Dinge für dich raus, die sich für dich leicht anfühlen, die sich für dich einfach in deinen Alltag umsetzen lassen. Versuch nicht, alles sofort umzusetzen, aber wenn dich so das eine oder andere so wirklich gecatcht haben, dann versuch das in deinen Alltag einzubauen. Vielleicht fangst du an mit einem warmen Frühstück. Vielleicht fangst du an mit einem warmen Abendessen, kochst dir am Abend immer eine Suppe. Oder vielleicht fangst du an mit einer Suppe, die du vorkochst oder Mahlzeiten, die du vorkochst und dir mitnimmst in einen Thermobehälter. Aber fange damit an. Stärke dein Immunsystem. Es ist wichtiger, es ist jetzt gerade in dieser Zeit am allerwichtigsten, dein Immunsystem aufzubauen. Und dein Immunsystem baust du immer über eine starke Mitte auf. Und die TCM, die unterstützt dich dabei. Und stress dich nicht, versuch nicht alles auf einmal umzusetzen, weil dieser Stress, dieser auch so Zeitdruck, etwas, was wir nicht gerne machen, wenn wir wütend sind, wenn wir aggressiv sind, all diese Emotionen erzeugen Hitze in unserem Körper und Hitze kann zu Verstopfung oder trockenem Stuhl führen. Das heißt, versuche alles mit einer gewissen Leichtigkeit zu machen, wenn es dir irgendwie möglich ist und mit Freude und mit Liebe zu machen. Liebe geht durch den Magen, sagen wir auch. Und vielleicht hast du hier so diese Begründung dafür über unsere Mitte für dich gefunden. Vielleicht hast du auch, und ich hoffe auch, ganz, ganz viele Tipps heute für dich gefunden, die du umsetzen möchtest. Wenn du irgendwelche Beschwerden hast und nicht weißt, warum, und mit jemandem darüber sprechen möchtest, dann geh bitte zum Arzt. Egal, wo du dir unsicher bist, geh zum Arzt, geh zu einem TCM-Arzt, nimm Kontakt zu einem TCM-Therapeuten auf und lass dich auch individuell beraten. Das ist oft ganz, ganz wichtig. Schau auf meine Webseite, melde dich zum Newsletter an, www.anazu.at/newsletter. Dann wirst du schon ganz, ganz bald erfahren, was dich ab dem 13. November auf meinem Blog, auf meinen Social-Media-Kanälen erwartet. Das wird richtig, richtig cool. Ich kann es jetzt schon versprechen. Wenn dich das Webinar von letzter Woche interessiert hat, du es versäumt hast oder wenn du dir vergangene Webinare von mir anschauen möchtest oder wenn du zu Monatsschwerpunkten dir ein fettes Workbook mit coolen Rezepten jedes Monat, Monat für Monat herunterladen möchtest, mich zweimal im Monat sehen möchtest, am Anfang des Monats zu einer Live-Session und am Ende des Monats zu einer Q&A-Session, wenn du dich umgeben möchtest mit positiven Menschen, die mit möglichst Leichtigkeit die TCM-Ernährung in ihr Leben umsetzen möchtest und dich einer richtig fröhlichen Community anschließen möchtest, wenn du etwas lernen möchtest über Akupressurpunkte Monat für Monat, welche dich unterstützen, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, wenn du Buchtipps bekommen möchtest von mir und, dann schau beim TCM-Freundeskreis vorbei, schließe dich uns an und hab einfach richtig viel Freude mit diesem unglaublich, unglaublich tollen Community und diesem Mitgliederbereich vom TCM-Freundeskreis. Ich wünsche dir, dass es dir weiterhin gut geht, damit dass du gut, gesund und vital und fit aktiv und vor allem auch motiviert und so gut es geht positiv bleibst in dieser Zeit. Wir haben immer oder die Entscheidung liegt immer bei uns, wie wir auf Situationen reagieren. Wir können angefressen und sauer und wütend durch die Welt herumlaufen, das wirkt sich auch negativ auf unser Qi aus. Oder wir können sagen, okay, ich mache jetzt das Beste aus dieser Situation. Ich schaue am besten auf mich und meine Familie und meine Lieben und schaue, wie ich andere Menschen, so gut es mir geht, unterstützen kann. Aber ich versuche das so positiv und so kraftvoll wie möglich für mich umzusetzen. Ist nicht einfach, das weiß ich. Jeder hat so sein eigenes Backerl zu tragen. Aber wir haben am Ende des Tages immer die Entscheidung, wofür wir uns entscheiden. Für den schwierigen, negativen Weg oder für einen möglichst positiven Weg. Ich entscheide mich immer für den möglichst positiven Weg. Manchmal so ein bisschen vielleicht, das ist gerade so ein bisschen so,
blöd Dings ist, das gehört auch dazu. Man darf auch mal wütend sein, mal weinen und manchmal richtig enttäuscht sein, das gehört einfach dazu. Aber im Großen und Ganzen entscheide dich für den positiven Weg, auch vielleicht, wenn es gerade sehr bescheiden ist. Ich hoffe, dass ich dich hier unterstützen konnte mit dieser Folge. Ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder zuschaltest und ja, pass gut auf dich auf. Alles, alles Liebe, deine Anna.